Hallo Freunde, Chris Nate von Swiss Chief HD hier und heute mit der siebten Folge von Own Me or Lose Trying. Ja, heute spielen wir gegen den Albania 2. Ich weiß nicht, ob die Nachricht jetzt schon gekommen ist, jetzt kommt die Nachricht. Zuerst spielt sein Kollege gegen mich und im zweiten Match spielt dann er selber gegen mich. Also der erste Match, den ich jetzt mache, ist gegen sein Kollege. Und beim zweiten Match, leider, bricht die Verbindung ab. Das verrate ich euch jetzt schon mal. Und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Spiel gegen ihn machen. Also gegen Albania 2. Weil, ja, er konnte ja nur ein Match spielen. Und das war ja noch ausgerechnet sein Kollege. Das heißt, er konnte eigentlich gar nicht richtig gegen mich spielen. Darum, ich werde wahrscheinlich noch ein Spiel gegen ihn machen. Aber da muss ich zuerst nochmal ein bisschen schauen. Dann will ich euch sagen, also zuerst mal Dankeschön für die fette Rückmeldung bei meiner Fail Compilation von Cristiano Ronaldo. Und ich will euch aufklären, also ich habe den nicht abgestoßen. Ich hätte ihn zwar rein theoretisch abstoßen können, weil ich habe ja noch den Ronaldo von Phil FIFA. Den habe ich jetzt auch wieder zurückbekommen. Aber ich habe den nicht abgestoßen, also das war ein Fake. Einfach, dass ihr das wisst, wollte ich euch noch aufklären. Ich habe den Ronaldo, wie schon gesagt, auch schon wieder zurückbekommen. Und ich werde den auch noch gebrauchen für etwas Bestimmtes. Das werdet ihr dann auch sehen. Das wird so, denke ich mal, so in 2 Wochen oder so wird das hochgeladen. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, es ist ja nicht Freitag und es kommt eine Own Me or Lose Trying Folge. Das ist aus dem Grund, weil ich gerade erst von der Schule gekommen bin, also ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und wollte gleich das Commentary machen und euch ein bisschen aufklären. Also ich hatte am Dienstag hatte ich die mündliche Prüfung im Englisch. Das heißt, ich musste mit meinem Partner Englisch reden, und zwar, also die Prüfung ging 20 Minuten, da waren 2 Experten und ich und halt mein Partner. Und wir mussten uns auf Englisch unterhalten und auch auf Englisch ein Verkaufsgespräch machen. Und das hatte ich hinter mir. Und heute hatte ich, also heute Mittwoch, hatte ich alle schriftlichen Prüfungen. Also ich hatte Englisch, Detailhandelskenntnis, also das ist auf meinen Beruf bezogen. Dann Wirtschaft und Deutsch. Und also Wirtschaft war sehr schwierig, das habe ich aber schon fast erwartet, weil Wirtschaft ist jedes Jahr schwierig, also man hört es jedes Jahr, dass Wirtschaft extrem schwierig war, dass man zu wenig Zeit hat, etc. Und also ich fand es dieses Jahr eigentlich nicht so schwierig, oder allgemein habe ich bei Wirtschaft nicht so Probleme. Ich hatte am meisten Probleme bei DHK und komischerweise bei Deutsch, obwohl ich eigentlich Schweizer bin, sollte ich eigentlich gut Hochdeutsch sprechen, wir haben eigentlich auch viele Ausländer. Aber ich hatte irgendwie dort am meisten Probleme, keine Ahnung wieso. Und am Freitag habe ich dann meine allerletzte Abschlussprüfung, und zwar im Fach Deutsch wieder, dort wo ich am meisten Probleme habe. Und dort ist es dann einfach auch mündlich, wo ich ja eine Präsentation machen muss und dann noch ein Gespräch mit 3 Experten. Und also ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut darauf vorbereiten. Also ich habe ein Blatt, das werde ich ein bisschen lernen, aber mehr kann ich eigentlich nicht machen für die Prüfung. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt fast nichts mehr lernen, und ich habe jetzt auch die PS3 nach vorne geholt in mein Wohnzimmer. Das heißt, ich habe jetzt auch Internet an meiner PS3 und ich kann wieder online spielen. Und es werden bald wieder neue Gameplays kommen, und ich habe mir auch schon ein neues Team gebaut. Und ich hoffe, ihr freut euch auf dieses neue Team. Ja, das wär's eigentlich von mir. Am Freitag kommt wieder ganz normal Own Me or Lose Trying Folge. Ja, da muss ich eigentlich nicht viel sagen. Die kommt immer freitags. Und dann würde ich mal sagen, Chris Nater ist raus von Swiss Chief HD. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Own Me or Lose Trying. Ciao!